Gut, Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Brand RP Video jemals überhaupt. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, was man überhaupt als Anfänger wissen sollte. Ich habe selber erst vor ungefähr einem Monat mit Brand RP angefangen und würde euch gerne dabei meine Erfahrungen weitergeben, was ihr besser machen könnt, was ich am Anfang wirklich falsch gemacht habe. Und zwar als allererstes Mal gibt es da die sogenannten Tagesziele zum Geld verdienen. Geht ihr ja, nehmt euer Handy vor mit K-Muskel und geht dann unten auf diese Blume. Da gibt es einmal die Tagesversion, sprich, wenn ihr zum Beispiel 4 Stunden spielt und diese 4 Stunden vorab kriegt ihr 55.000, das ist vom Start so. Und sagen wir mal, ihr seid jeden Tag nur eine Stunde online, dann nehmt das eine Stunden-Ding an. Wenn ihr sagt, ihr habt heute länger Zeit und seid 8 Stunden online, dann macht 8 Stunden, kriegt ihr 150.000, das reicht auf jeden Fall schon mal für ein gutes Auto. Gut, dann kommen wir auch direkt zum nächsten. Und zwar ganz wichtig, wenn ihr wirklich am Anfang irgendwie seid und Sachen verkaufen wollt, sei es ein Auto, sei es Drähte, sei es irgendwas, was ihr in einer größeren Stückzahl habt, geht hier unten auf das Symbol, wenn der Invader da ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Live Invader da wart, dafür müssen die Leute da sein, die prüfen dann die Anzeigen und schalten sie dementsprechend. Könnt ihr dann auf Live Invader gehen, jede Anzeige kostet je nach Uhrzeit zwischen 2.000 und 3.000. Es gibt auch mal einen Sale, da kostet das zum Beispiel nur 99 Dollar, das ist aber meist am Abend. Dann könnt ihr hier schreiben und dann wird das global hier oben links angezeigt, wie ihr schon seht, wo zum Beispiel hier jemand gebannt wird. Als nächstes würde ich euch empfehlen, die Banker-Account-App zu kaufen, wenn ihr erstmal ein bisschen am Anfang Kohle habt. Erstens kann man damit zum Beispiel Überweisungen tätigen und man kann damit auch seine Häuser bezahlen oder Bezahlungen allgemein tätigen und Strafzettel bezahlen. Das kann man bequem von überall aus machen mit seinem Handy, egal wo ihr gerade seid, könnt ihr denn dementsprechend Geld überweisen und Geschäfte tätigen und müsst nicht das Geld immer dabei haben. So, was natürlich noch wichtig zu wissen ist, ist wirklich erst einmal auch der Notruf, dass ihr die Polizei oder Sanitäter rufen könnt, falls irgendwas sein sollte, falls ihr irgendwo jemanden liegen sehen solltet. Ruft am besten Sanitäter, vielleicht gibt euch ja noch ein kleines Trinkgeld, um euch, sage ich mal, zu belohnen dafür, dass ihr ihn gerettet habt. So, als nächstes kommen wir oben zu dem Schatzkartensymbol. Das ist sehr, sehr wichtig. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, aha, ich habe hier dieses Bild, ich weiß ganz genau, wo es ist, fahrt da hin und dann taucht da so ein Fallschirmsymbol auf, geht da hin und dann kriegt ihr eine Kiste. Macht diese Kiste nicht auf, sammelt die und verkauft sie dann auf dem globalen Markt. Für jede Kiste bekommt ihr ungefähr ja, 20 bis 25.000. Das ist gerade als Anfänger sehr, sehr wichtig und bringt euch gutes Geld ein. Als nächstes, wenn ihr M-Muskel drückt, dann auf Shop geht und dann Sender halten mit Preisen, könnt ihr hier oben links sehen, dass ihr sogenannte Game Coins, also Ingame-Währung, bekommt und nicht Grand Coins, sondern die bekommt ihr immer, wenn ihr eine Stunde gespielt habt, bekommt ihr einen von diesen Coins. Grand Points nennt sich das, glaube ich. Dann kann man hier sehen, man kauft sich zum Beispiel solche in eine Kiste. Damit diese Coins, Leute, keine Ahnung, bis 100 oder 50 Stück, kauft euch diese Kisten und verkauft sie dann auf dem Markt. Als Beispiel, ich würde mir jetzt 10 von diesen Kisten kaufen, eine bringt 5, sagen wir mal 15.000, dann habe ich 150.000 alleine nur dadurch verdient, dass ich auf diesem Server online war. Was euch natürlich gutes Geld bringt. Ich würde es selber persönlich gerade am Anfang eher nicht öffnen, weil es einfach die Chance so gering ist, dass ihr diesen Wagen zieht. Wenn ihr ihn natürlich zieht, habt ihr Glück gehabt und dann könnt ihr erstmal ordentlich Geld investieren und habt erstmal einen schönen Wagen oder könnt damit machen, was ihr wollt. Als nächstes, Leute, gehen wir jetzt hier erstmal raus aus meinem Apartment. Das erkläre ich dir nochmal in anderen Dings, was ich überhaupt, wie viele Häuser man haben kann, ob man mit Apartment zahlen kann, erkläre ich euch nochmal. Heute ist wirklich einfach nur der Anfänger-Guide. Gut, jetzt bin ich in meine Garage gegangen, hier ist wieder nichts. Ja, jetzt bin ich hier wieder falsch rausgegangen, das ist nicht so ganz toll. Auf jeden Fall. Fahren wir jetzt erstmal, will ich euch zeigen, macht nicht denselben Fehler wie ich am Anfang und geht zu einem von diesen Bankautomaten hier. Nicht zu diesen Bankautomaten. Weil die Bankautomaten haben immer so zwischen 5 und 10% Gebühren. Was heißt das jetzt überhaupt? Zwischen 10 und 5% Gebühren. Das heißt, ihr könnt da zwar Geld einzahlen, aber wenn ihr Geld abhebt, zum Beispiel 100.000, der 5% Gebühren hat, dann gehen 5.000 an denjenigen, der diesen Automaten gehört.
Wenn ihr wirklich Geld abheben wollt, sei es auch eine größere Summe, geht nicht zu den sogenannten Automaten hier, geht zu einer. Oh, da vorne ist direkt einer. So. Geht zu einer von diesen Banken. Einfach nur raus. So. Dann hier. Ein Bargeschäft aussehen, denn Geld abheben. Heben wir jetzt zum Beispiel mal 1000 ab. Achtet auf meinen Kontostand. So, ich habe genau 1000 Dollar zugeschrieben. Jetzt können wir das gleiche nochmal zum Beispiel hier drüben links beim Automaten machen. So, jetzt ich habe hier, hier sind 507. Achtet einfach auf den Kontostand. Geld abheben. Jetzt machen wir mal 1000 Dollar. Hat er Gebühren hier? Seht ihr, jetzt habe ich nämlich nur 800 Dollar bekommen. Der Automat hat zum Beispiel nur 2%. Oder nee, der hat 20% Gebühren. Was ist denn das für ein Automat, Alter? Der nimmt einfach 20% Gebühren. Unverschämtheit. Und genau das meine ich. Wenn ihr wirklich Geld abheben wollt, geht zu dieser Bank hier. Und dann könnt ihr ohne irgendwelche Gebühren Geld abheben. Ist gerade am Anfang sehr, sehr wichtig. Oder auch allgemein, wenn ihr später größere Summen von einer Million abhebt, wollt ihr ja nicht, dass irgendjemand. Nur weil er den Automaten mal gekauft hat, dass er denn ihm gehört. Als nächstes, was ich auch am Anfang nicht wusste, was man mir halt auch mal vielleicht sagen sollen. Im 24-7-Shop gibt es nicht nur verschiedene Dinge zu kaufen. Ihr könnt hier auch, zum Beispiel könnt ihr auch Verträge mit denen schließen, aber hier gibt es wirklich alles zu kaufen. Rucksäcke und auch die SIM-Karten. Die SIM-Karten braucht ihr gerade dann, wenn ihr ein Handy habt. Weil damit könnt ihr euer Guthaben aufladen und zum Beispiel telefonieren, SMS schreiben und so weiter. Wenn ihr diese SIM-Karten nicht habt, ist es ja ein bisschen schwierig. So, den Rest gibt es ja halt noch zu kaufen. Ferngläser, Stühle und auch so eine fossilen. Auch gehe ich aber in einem anderen Video nochmal ein oder die Spitzhacke, mit welchen Berufen das ist genau zu tun. Und jetzt kommen wir auch schon zu einem meiner letzten Tipps, wie man auch wirklich am Anfang auch noch gutes Geld verdienen kann. Und zwar fahren wir damit mal zur Börse. Denkt ihr jetzt, Börse ist ja eigentlich nur Aktienhandel, ist eigentlich viel Spekulation dabei. Gebe ich euch recht, ist auch normalerweise eigentlich so viel Spekulation dabei. Aber bei der Börse kann man nicht nur Aktien handeln. Wir fahren da jetzt mal ganz kurz hin und dann zeige ich euch, was ich damit meine. Ach nee, ich wollte euch ja noch gleich noch was anderes zeigen. Tut mir leid, falls das Video jetzt ein bisschen durcheinander sein sollte. Ich will einfach euch mal nur mein Wissen weitergeben, was ich jetzt in den letzten Tagen angesammelt habe. Gucken, wie es bei euch ankommt. Und das wirklich, was mich am meisten verstört hat bei Grand RP, es gibt jetzt vier verschiedene Server mit Tausenden von Spielern oder Hunderttausenden von Registrierungen teilweise, die schon auf den Servern stattfinden. Aber es gibt nur so wenige Videos von Anfänger-Guides, die wirklich 9 Monate alt sind, das nicht sind. Und sonst gibt es noch irgendwelche Gambo-Videos, sage ich mal, von irgendwelchen Gangs, die sich gegenseitig abschießen oder irgendwelche Highlight-Compilations. Was mich wirklich genervt hat. Musst wirklich alles selber rauskriegen und die Leute immer fragen. Gut, man könnte jetzt zum Beispiel auch, wenn ihr eine Frage habt, könnte man hier unten kontaktieren Admin, schreibt hier eine Anfrage und dann macht ihr Sinn, dann beantwortet es ein Admin. Gerade am Abend kommt auch immer recht schnell eine Antwort zurück. Es ist aber für komplizierte Fragen, gerade ist das ein bisschen schwierig. Und zwar. Mein erster Rat an euch, geht jeden Tag zu dieser Börse, guckt, welche Aktien unten sind. Hier ist es zum Beispiel jetzt, hier ist um 400 Dollar gefallen. Man kann immer zwischen 17 und 19 Uhr von Montag bis Freitag kann man Aktien verkaufen. Und am Wochenende von 17 bis 19 Uhr kann man Aktien verkaufen. Immer wenn eine Aktie zu weit unten ist, würde ich euch an eurer Stelle raten, kauft die Aktie und dann könnt ihr sie am Wochenende wieder verkaufen. Es ist immer eine Glückssache, ob man damit Plus macht oder nicht. Es kommt immer ganz auf die Woche an. Aber ansonsten kann man damit wirklich gutes Plus machen. Aber womit man wirklich auf jeden Fall Geld macht, ist hier drüben. Ich würde gerne mehr über die Büros erfahren. Dann geht ihr hier oben auf staatliche Büros. Dann seht ihr schon verschiedene Büroaufträge. Dann macht ihr einfach mal Vertrag. Vertrag annehmen hier. Dann seht ihr jetzt, ihr habt verschiedene Ziele, die ihr erfüllen könnt. Zum Beispiel erhaltet 10 Stück Holz beim Holzfäller. Das könnt ihr, wenn ihr jetzt sagt, ihr macht nur Holzfäller den ganzen Tag, geht ihr früh hin, guckt, was habt ihr für Challenges und dann kriegt ihr wirklich immer noch extra Geld. Dann könnt ihr an einem Tag gut 60.000 nur damit machen. Mache ich jetzt persönlich im Moment nicht mehr, keine Ahnung, habe einfach keine Lust dazu oder weil es teilweise, wenn ich zum Beispiel Angler,
Könnte man jetzt auch machen, aber 50 von diesen Fischen angeln habe ich keine Lust zu. Kann ich in der Zeit mehr Geld verdienen? Weiß ich halt, wie es geht. Tanke zweimal dein Fahrzeug voll mit Kanistern. Sowas zum Beispiel, Leute. Dafür kriegt man 10.000 Dollar. Kauft euch zwei Kanister an der Tankstelle, geht zu eurem Fahrzeug, macht das voll. Oder hier, schließe Battlepass-Herausforderungen ab. Das ist das nächste, was ich euch zeigen möchte. Und zwar, wenn ihr M drückt und hier oben auf Battlepass geht, direkt neben euren Namen, dann ist es so, dass ihr hier unten verschiedene Challenges habt oder die ihr erfüllen könnt, und ihr kriegt pro Challenge immer 100 Punkte. Ihr kriegt, auch wenn ihr auf dem Server seid, kriegt ihr immer 600 Punkte, wenn ihr eine bestimmte Zeit online seid. Ich glaube, jede Stunde oder alle 2 Stunden kriegt ihr 600 Punkte, wird das halt immer höher. Und hier gibt es auch richtig gute Sachen zu gewinnen, zum Beispiel Kleidungsboxen, Geld, Grand Coins oder auch einen Tag mal Premium. Was gerade von Anfang gut ist, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, eine Kiste gewinnt und da ein gutes Kleidungsstück rauszieht, was 100, 200.000 wert ist, das kann man dann auf dem Markt wiederum verkaufen. Erfüllt ruhig diese Challenges hier, wenn euch zum Beispiel, meistens sind auch zum Beispiel irgendwelche Tanz-Challenges dabei oder kauft 100 Chips im Casino. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt im Casino spielen, gewinne ein Würfelspiel, der fragt dann, kauft ihr Würfel im zum Beispiel 24-7-Shop? Geht dann zum Spieler und sagt, ihr wollt eine Runde Würfeln spielen. Ich bin jetzt schon Level 40. Ich mache das auch nicht so aktiv. Das mache ich immer so nebenbei mit meinen Punkten, die ich halt immer so kriege. Und als Allerwichtigstes, kauft euch am Anfang nicht irgendein teures Haus. Bis den Fehler habe ich auch gemacht. Ich habe wirklich erstmal keine Ahnung, 300.000, 400.000 für ein teures Haus ausgegeben. Ihr könnt hier jetzt bei Auktionen gehen. Das Günstige, was es wirklich an Häusern gibt, ihr könnt auch zum Makler gehen, da gibt es sie auch mal nicht mehr zu kaufen. Aber was wirklich am günstigsten die Häuser sind, sind die im Ghetto, diese Apartments. Und zwar sind das die hier. Ne, das sind nicht die. Gibt es anscheinend im Moment keins mehr. Auf jeden Fall gibt es hier, normal werden hier Häuser reingestellt, wenn die Versicherung nicht mehr bezahlt wird, sprich, wenn der Spieler 10 Tage seine Hausrate nicht mehr bezahlt hat für die. Dann wird es hier zur Auktion freigestellt. Kann man natürlich mitsteigen, aber es ist so, dass wir meistens zum Beispiel so ein Apartment denkt man, ach, 500.000, letztes Gebot, wird schon nicht so viel kosten. Es wird heute aber bestimmt noch bis auf 1, 2 Millionen hochgehen. Genauso, wenn ihr jetzt hier bei Unternehmen oder so irgendwas findet. Geht am besten zum Makler. Da kann ich euch auch nochmal zeigen auf der Karte, wo der ist. Gebt da ein, was ihr ausgeben wollt. Der Karte, der Makler ist direkt hier drüben. Gebt da ein, was ihr ausgeben wollt. Unten, ganz unten steht denn Beispiel, was zum Verkauf steht. Gebt 130.000 ein, dann kriegt ihr Apartments. Man kann für 130.000 Dollar schon Apartments kriegen. Die Apartments, die ich meine für 130.000 Dollar, die sind im Ghetto, und zwar sind die genau hier so, diese ganzen Apartments, was hier so dicht an dicht ist. Gut, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch erstmal gefallen, konnte euch auch weiterhelfen. Falls ihr irgendwelche Unklarheiten habt, schreibt es in den Kommentaren. Verwendet gerne meinen Promocode, der ist unten in der Videobeschreibung. Damit kriegt ihr 25k, wenn ihr Level 5 erreicht habt. Oder besser gesagt, bei der Registrierung kriegt ihr 25k schon mal als extra und euch damit schon mal ein gutes Auto kaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.